Interessant. Ah, die Insel. Hier sind lauter Fotos und Bilder. Das kennen wir auch, das Haus da unten. Kairi. Roxas. Namine? Ah, Namine. Also doch. This is me? Scheinbar. And Axel's here too. Wer sind die anderen beiden? You are best friends. Very funny. Aha. Don't you want to know the truth? About who you really are? No one knows me better than me. Of course. But I don't get what's been happening lately. You know these three, don't you? Yeah. Sora, Donald, and Goofy. They're from the dreams. About a year ago, some things happened. And I had to take apart the memories chained together in Sora's heart. But now, I'm putting them all back exactly the way they were. Okay. Das wissen wir ja schon. Das haben wir ja in Kingdom Hearts Chain of Memories schon erfahren. Pretty soon, Sora will be his old self ja, again. Ja, siehste. Das ist doch gut. Das ist doch gut. The process has been affecting you too, Roxas. Wieso das? You mean the dreams? Wobei an sich... Yes. Sie hat gesagt, kennen die beiden sich? Sind das Freunde oder so? Keine Ahnung. Ich meine, noch einmal nicht großartig viel über den guten alten Roxas erfahren. Man hat ihn in Chain of Memories auch nur ganz kurz am Ende gesehen. Aha. Me? What for? You hold half of what he is. Aha. He needs you, Roxas. Aha. Namine? Namine. Who are you? Das ist eine gute Frage. I'm a witch. With power over Sora's memories and those around him. Okay. A witch? Das war ja nicht so... Das war ja ganz... That's what Diz called me. Huh? But... I don't know why I have this power. I just do. Okay. I'm not even sure there's a right way for me to use it. Hmm. I can't help you there. It's funny. Yes. Wirklich? Suddenly I feel like I don't know myself at all. I guess I would like to know. What do you know about me that I don't? You were never supposed to exist. Boah, voll nett. Danke. Ich meine, das hätte man auch netter sagen können. How could you even say such a thing? Even if it were true. I'm sorry. I guess some things really are better left unsaid. Aha. Na ja, gut, okay. Roxas soll's gar nicht geben. Okay. Roxas. Roxas. Huh? Did you see her? Yeah. Watch the window. Closely. Ah, oh, late. Da bewegen sich ein paar Vorhänge. That's just the curtains moving. There must be a draft somewhere. Ja, das kann natürlich sein. I'm surprised this old place even has curtains. Ja, aber sie steht doch da. Doch. Well, let's head back to the usual spot. Hainer and Olette are waiting. Dann war's das also. So viel zu den Wunder. The girl in the window turned out to be a curtain flapping in the wind. So wie I figured as much. The report's already done. Ah. All right. Oh, okay. So, wanna go find Hainer? He's probably at the station. You know, we only have two more days together. Huh? Summer vacation, remember? Schulende, ne? Right. Das tut mir leid, Junge. Das tut mir aber sehr, sehr leid. Oh, die Cutscenes ziehen sich aber auch gerade. Ich brauche einen guten Punkt, wo ich hier den Part beenden kann. Eigentlich sind wir nämlich schon über am Ende draus, aber ich lasse jetzt einfach noch durchlaufen. Es dauert noch. Es sind noch mehr Cutscenes auf jeden Fall. Ist jetzt auch schon egal. Dann kriegen wir es beim nächsten Mal vielleicht hin, dass wir das Tutorial beenden. The last day of summer.
Don't say that. You'll give me an ulcer. Not if you explode from all that ice cream first. Voll nett. Why did you show him the train? Because he missed the trip to the beach. That's almost kind of you. No. What about you? Are the holes in your memory starting to fill in? Yes. The haze is clearing. The same thing is happening to everyone who had ties to Sora. Okay. Very soon, to them, he'd be like a good friend who's gone away for a year. Okay, dann macht Sinn. Vielleicht, wer weiß. I've waited and now I want to know. What is it that you want? Gute Frage. Revenge. Oh, das ist doch eine gute Nachricht für die Kinder, ne? Now, die Rache, Rache naht und bald ist sie mein. First, we must dispose of Namine. She did a splendid job with Sora, but it's high time she disappeared. Voll nett. Roxas isn't the only one who was never meant to exist. Wow, ihr seid voll die Schweine. Okay, das heißt, er kümmert sich um Namine, ich kümmere mich... Ah, 97%, wir haben es bald geschafft. Das Tutorial ist bald vorbei. Scheint so. Ja, da waren wir das letzte Mal. Da haben wir Kinemals 1 beendet. Aber ja, das, Namine hatte gesagt, dass die Erinnerungen an Chain of Memories mehr oder weniger komplett verschwinden werden, nachdem das hier erledigt ist. You see, darkness is the heart's darkness. Essence. Er ist einfach nicht so gut wie Billy Zane. Billy Zane hat das viel besser gemacht. And sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. Kingdom Hearts! Fill me with the power of darkness! Ich weiß nicht, warum sie das ausgetauscht haben. Das war so viel besser in Karams. Kingdom Hearts is light! Now, Sora, let's close this door for good. Der einzige Auftritt von Mickey in ganz Kingdom Hearts 1, diese eine Silhouette. Take care of her. Das ist in K2 auch ein deutlich anders. Mickey hat eine wesentlich größere Rolle hier, aber dazu später mehr. Kyrie! Sora! Und jetzt sind wir mittlerweile sogar im Cutscene-Modus angekommen, also wir sehen hier das Ending. Kyrie! Remember what you said before? I'm always with you too. I'll come back to you. I promise. Ist das nicht lieb? No, ist das nicht lieb? I know you will. Und damit sind wir am Ende von K1. Das war damals beeindruckend auf der PS2, da erst einmal die Cutscene in guter Qualität zu sehen. Auf dem Game Boy Advance hat das doch ziemlich Pixelkram bis zum geht nicht mehr. Aber ja, das sind die letzten. Have you seen King Mickey? Wer weiß, wer weiß. Let's go! Na, das Schloss des Entfallens. Und ich gehe mal davon aus, sobald er reingeht, ist es vorbei, weil er jetzt bricht hier die Verbindung bricht ab und das war's aus. Jetzt ist der Computer durchgeschmort. I've been to see him. He looks a lot like you. Okay. Who are you? Oh, das war Roxas. Die Szene. Wenn die Szene kennt ihr in CGI-Version aus Kingdom Hearts 1, das war das Secret Ending. Haben wir lange drauf gewartet, aber das kommt auf jeden Fall schon sehr geil. Zwei Schlüsselschwerter ist schon was Saucooles.
Da haben wir alle drauf gewartet. Da konnte keiner erwarten, das endlich in-game zu erleben. Und ja. Wir haben den Zeitpunkt erreicht. Why? Why do you have the Keyblade? Shut up. Und okay. Roxas ist wieder da. Okay, Sora ist wieder da. Roxas ist wieder da. Sora ist wieder da. Jetzt wird's langsam verwirrend. Gut, ich meine, Namini hatte gesagt, Roxas ist Hälfte von Sora. Und damit sind wir am sechsten Tag angekommen. Und hier wird's jetzt richtig verrückt. Man, I could not sleep last night. Guys? Wow. Okay, das ist creepy. Was haben wir jetzt hier? Geist. Kasper, der freundliche Geist. Okay. Da ist auch nicht mehr drauf. So, seit dem letzten Mal, also, was heißt letzten Mal? Es ist, für euch hat sich nichts geändert, aber mir ist hier eine Aufnahme abgeschmiert und ihr müsst jetzt von hier aus weiterspielen. Es hat sich nichts getan. Ich musste nur eine Cutscene rein editieren und ja, sind wir wieder hier, machen wir weiter. Wir haben noch gut 10 Minuten. Also, falls sich meine Stimme oder irgendwie alles ein bisschen anders anhört, daran liegt, wie gesagt, es ist nichts großartig passiert, meine Festplatte war voll. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Auf jeden Fall war hier großer Mindfuck-Moment. Roxas kann nicht mehr wirklich mit der Welt interagieren und... Ach, du schon wieder. Hallo, Axel. Look at what it's come to. I've been given these icky orders to destroy you. If you refuse to come back with me. Okay, dann gehen wir mit, ne? We're best friends, right? Sure, but I'm not getting turned into a dusk for... Wait, you remember now? Yeah. Great. But, you know, gotta make sure and all, so, what's our boss's name? Foreshadowing. Oh, can't believe this. Hätte man anders machen können, aber gut, wir haben Kämpfe zu erfüllen. Und zwar haben wir unsere schönen Dämmerlinge zu bekämpfen. So. Machen wir mal den da platt. Neuer Gegner. Bei denen hier müsst ihr vorsichtig sein. Die haben weniger Lebensenergie, sind aber sehr, sehr aggressiv und können sehr, sehr viel Schaden anrichten. Da die eine Kamikaze-Attacke haben, bei der sie sich gerne mal in die Luft jagen und versuchen, euch dadurch zu erledigen. Ja, schon wieder? Roxas! Zeit, stopp! To the mansion! The time has come. Okay, Stimme. Painter! Pence! Olette! Das hat ja beim letzten Mal schon so gut funktioniert. eine Statue. Axel Actionfigur. Gut, wir verpissen uns von hier. Auf zum Turnierplatz. The Roxas that I know is long gone. Fine. I see how it is. Aww. Armer Axel. Ich frage mich trotzdem, warum er nicht einfach versucht hat, mit denen mitzugehen. Es wurde ihm gesagt, er war mal sein bester Freund. Selbst wenn er sich nicht erinnert, ich glaube, das hätte den Charakteren wenig gestört, die ihn ja sowieso zurückhaben wollen. Aber wäre für unsere Charaktere ein bisschen problematisch gewesen, wenn er denn mitgegangen wäre. Aber gut,
da wollen wir nicht großartig drüber reden. Wir gucken mal, was hier uns erwartet. Wir gehen mal zu dem Herrenhaus. Hier gibt es eine Menge Niemande für uns zu erledigen. Und hier kann man auch relativ gut Erfahrungspunkte sammeln. Zumindest ein bisschen. Vor allem habt ihr weiterhin bei den Gegnern hier die Chance, dass die euch Potions droppen. Darum kill ich hier eigentlich auch ganz gerne die Gegner. Und die droppen euch Talerkugeln und doch nicht wenig. Ich glaube, hier ist wieder so einer. Ihr seht schon, wenn ihr ihn gezielt ausweicht, könnt ihr die mit zwei Kombos ohne Probleme ausschalten. 9 Erfahrungspunkte und ich glaube 10 Taler waren das. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da in die Richtung war nichts. Hier auf der Brücke, weiß ich, spawnt noch einer. Die Lebensenergiekugeln interessieren mich jetzt nicht großartig. Ich bin in erster Linie an der Kohle interessiert. Und natürlich an den Erfahrungspunkten. Auch wenn die Abwehrkraft uns jetzt nicht wirklich... Also hinter der Abwehrkraft bin ich nicht her. Okay, sonst ist hier nichts. Ich werde jetzt hier auch nicht alles töten. Au, der hat mich jetzt erwischt. Das Problem ist nämlich hier, die verschwinden dann im Boden und machen es uns dann... Ihr seht, sehr, sehr einfach uns zu killen. Also da müsst ihr aufpassen. Selbst mit der extra Abwehrkraft, die wir durch das Level-Up bekommen haben, hat der uns trotzdem fast erledigt. Also ein Fehler. Ich mag es nicht, diese Gegner zu blocken, weil das gerne in die Hose geht. Nö. Da ist eine Potion. Ich hätte auch die zum Heilen benutzen können, aber hier gibt es so viele Gegner, die uns Lebensenergiekugeln spenden wollen. Warum soll ich da Potions verschwenden? Ist hier gar nichts? Ich hätte jetzt schon damit gerechnet, dass hier wenigstens ein paar Dämmerlinge spawnen. Nix. Nix. Ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Combo, die ich hier benutze, funktioniert, wenn ihr... Wenn ihr die Kriegermünze nicht verwendet, aber es gibt wirklich keinen Grund, den... Turniergürtel zu gewinnen, holt euch die Kriegermünze. Die ist so viel besser. Das Recht damit anzugeben für ein Jahr ist es nicht wert. Hier haben wir nochmal so einen. Hier mit der Angriffsparade ist es meiner Meinung nach sogar ein bisschen einfacher, die Leute aus ihrer Aggression rauszubekommen. Hier haben wir jetzt ein bisschen... Oh, wow, wow. Ah, Vorsicht wegen der Attacke hier. Er versucht nämlich hier gerade einen auf Suizidkünstler zu machen. Lasst ihn das auf keinen Fall tun. Euch entgeht dann nämlich die Erfahrung und die Attacke selber kann euch ganz schnell aus den Latschen hauen. Also vorsichtig mit den Leuten umgehen. Vor allem auf dem Veteranenmodus oder eben, selbst wenn ihr auf Level 1 seid. Ich glaube, auf Level 1 ist das sogar eine One-Hit-Attacke. Hier ist es meiner Meinung nach am sichersten, einen der beiden mitzunehmen. Und euch von dem zweiten fernzuhalten. Und ihr seht, wir haben Level 5 erreicht. Das gibt nochmal einen schönen Bonus. Und ich glaube, das war es auch hier an Gegnern.
Ich würde auch mal sagen, wir werden hier die Episode vor dem alten Herrenhaus beenden und werden dann beim nächsten Mal gucken, was denn hier in dem Herrenhaus auf uns wartet. Wir haben es bald geschafft, das Tutorial mit Roxas ist bald vorbei. Und dann geht's los und wir können ein bisschen mehr Spaß haben mit dem Spiel. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier. Danke, ja, auf Wiedersehen. Tschüss, bye bye.